Kassenzettel für Bücher, Quittungen und. Belege wie diese stapeln sich Jahr für Jahr bei wohl so ziemlich jeden. Und einige davon können für die Einkommensteuererklärung relevant sein. Und zwar, wenn es sich dabei um Werbungskosten handelt. Das sind Ausgaben, die der Sicherung des Einkommens dienen. Man muss sich immer im Leben die Frage stellen, hat die Ausgabe, die ich jetzt gerade tätige, hat die vielleicht zu tun mit Einkünften? Und wenn Ausgaben im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einnahmen stehen, kann ich diese Ausgaben steuerlich geltend machen unter Umständen. Und das kann bares Geld bringen, denn je höher die Kosten sind, desto geringer sind die zu versteuernden Einnahmen. Da sagt der Gesetzgeber pauschal 1000 Euro Werbungskostenabzug, erkennen wir an. Egal, ob die auch vorgefallen sind oder nicht. Also bei den Lohneinkünften kann man pauschal 1000 Euro abziehen. Und erst dann, wenn man höhere Werbungskosten nachweisen kann, soll man die höheren Werbungskosten absetzen. Das heißt, dass erst dann jeder einzelne Beleg relevant werden würde. Doch dafür ist es wichtig zu wissen, was überhaupt zu Werbungskosten konkret zählt. Klassisches Beispiel hierfür seien die Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte. Hier setzt man zum Beispiel 30 Cent pro Entfernungskilometer mal 230 Tage. Das sagt der Gesetzgeber, 230 Tage, so ist man üblicherweise im Jahr beschäftigt. 230 Tage mal Entfernungskilometer mal 30 Cent, das ist der Betrag, den ich an Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte absetzen kann. Auch Kosten für etwa Bücher und Literatur können absetzbar sein, aber nur, wenn die Bücher in Verbindung mit dem Einkommen stehen. Bei Krimis ist das meist eher nicht der Fall. Wenn ich mir ein Buch kaufe, muss ich dem Finanzamt einen Zusammenhang mit meinen Einkünften erklären. Und wenn ich das plausibel erklären kann, wieso, dass ich gerade dieses Buch gebraucht habe, um mich weiterzuentwickeln, um einfach Wissen für meine Arbeit anzueignen. Wenn mir das gelingt, dann kann ich die Kosten für das Buch als Ausgabe ansetzen. Nicht nur privat, sondern auch beruflich wird oft das Handy verwendet. Doch komplett abgesetzt werden können hier die Kosten nicht automatisch. Grundsätzlich ist da auch ein Einzelverbindungsnachweis hilfreich. Allerdings kann man natürlich auch mit Pauschalen arbeiten. 20 Euro in etwa pro Monat ist vielleicht ein Wert, der normalerweise vom Finanzamt akzeptiert wird, wenn man den Nachweis, dass man das Telefon wirklich auch beruflich einsetzt. Steuerberater Thomas Rumple empfiehlt hierfür eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers. Insgesamt sei es wichtig, jeden Werbungskostenansatz plausibel erklären zu können, betont er. Hier könne das Finanzamt auch nachhaken. Mehr Informationen gibt es beim Steuerberater.